Moin Leute und herzlich willkommen zur 21. Folge, müsste das jetzt sein, oder? Ja. Jo, und zur Randomizer Nuzlocke Hardcore Soul Silver und wir sind hier auf Route 39. Haben wir da schon was? Route Jetzt? 39. Wo ist Route 39, wenn du Wenn rechts du jetzt weiterfährst, oder? rechts weiter hoch gehst. Ja, da haben wir nichts, das ist die nächste Route, aber ich bin so weit reingefahren, dass dieser Baoba mit mir sprechen will. Bauba. Sehe ich richtig? Dieses Ding, das du da bei dir trägst. Das ist doch ein Pokédex, oder? Ach ja, da wäre eine Erinnerung wach. Bis vor kurzem habe ich noch die Safari in Fuspa City geleitet, aber es tauchten immer neue Parks auf und irgendwann blieb meine Safari-Zone hinter der Konkurrenz zurück. Also ergriff ich Initiative. Ich eignete mir im Ausland einige neue Kniffe an und entschied mich, in Ammonia City eine neue Safari zu öffnen. Dass wir uns zwar hier kennenlernen, ist bestimmt ein Schicksal. Wenn das mal kein guter Grund ist, meine Telefonnummer auszutauschen, bla bla bla, ja, wir sehen uns wieder in der Safari-Zone. Warum will eigentlich jeder Perversling unsere Nummer? Wir sind 10 in dem Spiel und der ist irgendwie 88 oder 97. Naja, ich will gerade so 70 tippen. Ja, aber trotzdem, wir sind 10. Naja. Hier ist die Kumu-Farm übrigens. Und nach unten geht's zur südlichen nach Oliviana City. Olivia, ja, aber da ist halt auch noch das hohe Gras. Aber wenn du auf diese Farm fährst links, ne? Dann fahr mal nach unten über die Wiese, wo die Kumus stehen. Ich habe gerade Regentanz gefunden neben diesem komischen Holz. Warte, ich habe Aprikoko grün eingesammelt. Ja, von dort aus fährst du dann einfach nach unten. Dann kommt da so ein Turm, da ist ein Pokéball neben. Ich habe Regentanz dort gefunden. Jo, ich sehe es. Da ist bei mir Geheimpower. Keine Ahnung, was die Attacke kann. Was? Ich habe nichts verstanden. GNLP? Keiner. Ja, Entschuldigung. Keine Ahnung, was die Attacke kann. Oh, Ich scheiße, ich guck habe mal den nach. Encounter auf Route 39. Ja, warte. Was ist es? Rettang. Rettern? Arborja. Die Wirkung dieser Attacke ist abhängig von der Umgebung des Anwenders. Keine Ahnung. Dann komm du Julian, auch ich runter. möchte nicht mit dir telefonieren. Ja, warte, wo geht's lang? Nach unten? Nach unten und dann pass auf, da kommt so ein Weg mit dem Trainer, da kannst du links ins hohe Gras springen. Ja, mach ich. Rettern meinst du, hast du? Ich hab's auch gerade direkt gefangen. Ist vom Typ was? Oh, lol, Zwirklob. Das ist Zirklopes Geist, meine ich. Also es ging Geist nicht sehr effektiv. Rettung ist nur vom Typ Gift. Ich werf Weiß mal ich hin einen nicht. Superball. Zwirklop ist Geist, pures Geisttyp. Ja, ich werfe einen Superball und ja, er ist komplett drinne. Nenn ihn Danny P. Danny Phantom. Irgendwie soll ich Rettang nennen? Was ist denn so Python aus Shellshock. ein Natter? Natter, warum? Weil umgedreht Rettern. Natter. Oder Cobra. Egal. Aber Natter passt noch besser. Ja. Danny P meinst du? Danny mit Y? Ja. Also, wenn du dann Okay. für Klob mit ins Team nehmen willst, muss ich halt das A-Bock einpacken. Nee, wollen wir. Wir haben ein gutes Team bis jetzt. Ja, aber wenn du das irgendwann mitnehmen willst. Ja, jetzt nicht. Was hätte man noch kriegen können? Ja, guck ich gerade nach. Oh, ein Jugong, nicht Seegong. Ich bin zufrieden mit dem Rettern. Was hast du? Carpadon? Den Kader. Ich bin auch zufrieden mit dem Zwirklub. Eins will ich noch rausfinden. Ich bin jetzt im dritten und was hätte ich denn Ui, noch? das hätte ich gerne gehabt, Knilz. Dann hätte Ne, ich den Kader schon wieder. Pflanze gehabt. Knilz hätte ich gerne gehabt, muss ich sagen. Weißt du, was mir auffällt? Wir müssen mal tagsüber aufnehmen und gucken, welche Pokémon dann spawnen. Oder wir stellen einfach die Uhrzeit um. Oh, Galoppa.
Ich habe jetzt alle Trainer geskippt und bin in Olivianas City angekommen, ne? Warte. Ja, wir können die Trainer wohl skippen, wir sind sowieso overlevelt. Oh nein. Was ist da? Ich bin zur Arena gelaufen. Ist da Juan? Mhm, der kam da gerade raus. Ich guck mal kurz, ob meine Dings... Kämpft er? Warte. Ich guck, ob ich auch... Oh, nee, warte, ich muss erstmal gucken, ob meine voll sind. Nee, er lässt dich einfach in Ruhe. Okay. Weil mir ist gerade aufgefallen, mein Drift-Zeppelin ist am Schlafen. Ja, bei mir ist auch irgendwas paralysiert. Ich gehe kurz ins Pokémon Center rein und ziehe mich hoch. Hier ist ein Angler, vielleicht kriege ich hier die Superangel. Das kann gut sein. Aber es war trotzdem random, also Superangel bräuchte man jetzt nicht unbedingt. Ja, aber dann beißt schnell was an, bei der normalen. Oder vielleicht beißt dann eine Weiterentwicklung an. Das kann gut sein, aber es ist ja trotzdem... Ich hatte ja in den Diamant Randomizer auch mit der Superangel das Giratina geangelt. Naja, das hat nicht so viel zu bewirken. Kann man hier eigentlich angeln? Ich probiere mal aus, weil du... Ja, ich glaube, du kannst hier angeln für ein Pokémon, das... Wollen wir angeln? Ich weiß, ich krieg hier nichts ausgewählt. Was ist das hier, wo ich stehe? Wir müssen, glaube ich, in den Leuchtturm rein, ne? Warte, lass das mal gucken, ob man hier angeln kann. Ja, das... Doch, man kann hier safe angeln, unten am Steg. Unten am Steg, der geht noch weiter. Geh einfach mal nach unten, da wo die Boote stehen. Ja, Route 40 kommt halt auch direkt, wenn du links rausfährst. Geh mal unten, wo die Boote stehen. Da kann man es doch safe angeln. Ich probiere es aus. Ich werfe eine Angel rein. Nee, Professor, ich sag, das ist nicht der richtige Ort dafür. Wir können Route 40 angeln gehen, wenn du willst. Warte, ich probiere es hier nochmal aus. Ja, geht hier nicht. Dann lass Route 40 links von den Stegen weg. Ah, da will einer mit dir reden direkt. Super. Ach, da unten am Strand. Mhm. Ja, der alte Sack da mit der Glatze. Hier, meine Handynummer. Nein, du darfst hier nicht lang, glaube ich. Wir dürfen ohne Surfer. Wir dürfen Surfer noch nicht. Von irgendeinem. Oh, warte, wir müssen zurück nach Teak City, mir fällt was ein. Okay. Ich weiß, glaube ich, wo wir Surfer herkriegen. Problem ist, jetzt müssen wir die Trainer bekämpfen. Oder wir versuchen uns dran vorbei zu sneaken. Ich habe alle übersprungen, außer den Matrosen. Ich versuche auch. Ja, Matrosen muss man. Matrose hat Raikou. Raikou? Das ist der Elektro-Hund, oder? Katze, Hund, Katze, Maus. Mhm. Ich habe nichts zum Countern gegen den und ich will vom. Apropos Typ Legi. Hat der Fucking Palkia. Palkia, was war der? Wasser. Drache, Wasser. Was ist gegen Drache Wasser? Effektiv. Elektro, Pflanze, Eis. Eis. Firmentor. Schlitzack. Lol, als ob der 10 KP damit abzieht. Welches Level ist der? Ah, 17. Palkia ist weg. Volltreffer, gut gemacht. Ist dein Links weg? Nein, das Raikou kriegt gefühlt keinen Damage. Ich versuche gerade mit dem Giftstachel zu vergiften. Wieso halt die Fresse? Es hat Brille eingesetzt. Knackse? Wieso halt die Fresse? Sorry, mein Drift-Zeppelin ist wieder da. Ist doch gut, wenn einer von uns schneller durch die Kämpfe kommt. Ja, aber das Problem bei mir ist, wenn das Raikou irgendwas vor mir tötet, betrifft es halt auch dich. Ja, nee, wenn du sagst... Oh. Apropos Legi. Hat er schon wieder eins? Ja. Das kennst du schon. Warte, du hattest am Anfang ein... Das kennst du schon, das Legi. Ich hatte ein Palkia. Kyogre. Nein. Aber du bist nah dran, ja. Kann ich da auch Eis einsetzen? Ja. Ja, dann ist One-Hit oder Two-Hit. Kann das scheiß Raikou mal bitte aufhören, meinen Balloni nach vorne zu holen? Rayquaza One-Hit KO. Ich versuche mit Spukball. Weil ich meinte, es ist besser, wenn nur einer struggelt, anstatt wenn zwei strugglen. Raikou ist weg, es ist trotzdem der Elektro-Trainer. Ich habe Erdbeben als Elektroball. Elektroball, es kann auch Explosion.
Was hat die meisten KP bei dir? Ja, das, was draußen ist. Und das hat halt auch die Elektroschwäche. Scheiße. Ich hau einen Spukball raus. Teak City war Balloni, bei Route 100. Balloni, ich liebe dich. Ich liebe mein Balloni. Ja, wenn wir den Weg, den wir gekommen sind, zurückgehen. Elevoltec. Wie komme ich denn da zum Item? Hä, wie ich mal. Ach, da mit Kraxler. Mhm. Auf Route 38 rechts zurückrennen. Nach Teak. Ja, oh, ich liebe mein, hier. Balloni. Es hat gerade mit dem Spukball das scheiß Elektroball gekillt. Nice. Tera, okay, Doppelkick auf Elevoltec. Wo meinst du, müssen wir hin? Da ist irgendwie, du weißt ja noch, die eine Frau, die uns da in diesem Wald entgegen... Tanztheater von Teak City? Ja, ich glaube, da müssen wir rein. Das ist über dem Pokémon Center. Mhm. Ja, da ist die Frau. Hey! Ja, da ist die mit Team Rocket. Ich lese mal vor. Lass endlich diese langweilige Gezapple und leg mal ein anständige Hula aus Parkett. Dürfte ich euch gnädig darum bitten, eure Zwischenrufe einzustellen. Was soll das denn heißen? Hat das Publikum etwa nicht das Recht, selbst zu bestimmen, was es sehen will? Soll ich euch zeigen, wie man das richtig macht? Okay, dreh dich mal. Jetzt müssen wir, glaube ich, gegen den Team Rocket-Typen da kämpfen. Oh, ich habe erstmal das Elevoltec besiegt, Mann. Das war Qual der Wahl. Elevoltec? Mhm. Ja, aber ich bin jetzt im Rocket-Kampf. Ja, ich komme nach. Sonfell. Was war das, Psycho? Sonfell. Ist das dieses andere Stein-Pokémon, so wie Lunastein? Ja, die Sonne. Gestein, Psycho, ja. Dann könnte ich doch mit Max rein, oder? Oder so. Gestein, Psycho, ja. Nein, nee, mit Batman Gestein. Bleib ich nicht drin. Max rein. Batman hat eine Psycho und eine Gesteinsschwäche. Also Max rein. Mhm. Kurz reingehen und dann selber da reingehen. Mhm, das ist über direkt über Pokémon Center. Ich war schon. Ich hab's ja gerade gesehen. Was ist dein höchstgeleveltes Pokémon gerade? Balloni. Trifft Zeppeli? Oder Tera oder gleich. Ich glaube beide 27 oder 28. Okay, meins ist 28 und Dings ist tot. 28, wer ist tot? Nein, Sonfell. Nicht. Ich dachte schon. Hallo, ich störe euch mal kurz im Theater. Darf ich hier vorlesen? Hm, ich bin wohl doch nur ein Schmalsprunganove. Oh nein, ich habe ganz vergessen, dass wir gleich mit der Durchführung unserer teuflischen Plans beginnen. Wenn herauskommt, dass ich hier faulenze und alles aufhalte, lassen die mich glatt wieder ganz unten als Schuhputzer anfangen. Ich muss hier auf der Stelle weg. Und jetzt bekommen wir bestimmt Dings geschenkt. Kann sein, also Rabauts muss ich jetzt bekämpfen. Ihr seid Jordan und Lukas, nicht wahr? Das war wirklich beeindruckend. Ihr seid gutmütig und stark. Und ihr versteht euch ausgezeichnet im Training von Pokémon. Ich wusste einfach, dass ich mich in euch nicht getäuscht hätte. Hohohoho. Aber ich führe wieder Selbstgespräche. Hört mir am besten einfach nicht zu. Nee, hä? Wo krieg man Surfer her? Vielleicht nach der Arena. Ja, das vielleicht kann sein. Ah nee, man geht runter und das ist so ein alter Sack. Das war wirklich meisterhaft. Beherzende junge Leute wie dich sieht man nicht alle Tage. Hier, das ist ein kleines Dankeschön. Bescheidenheiten. Ja. Nimm ruhig an. VM03 erhalten. Surfer. Bla bla bla, Surfer. So, jetzt gehen wir zurück nach. Nee, Digga, ich setz direkt Surfer auf Dings ein. Ja, du kannst es machen, ich werde das auf Ammonitas nicht beibringen. Warum? Ammonitas ist noch zu schwach gelevelt. Ja, und kannst es trotzdem Surfer beibringen. Dann hat es eine krasse Attacke fürs Training. Ich sag mal so, ich werde es dann gleich offscreen trainieren. Crupsle?
Crops, du könntest auch lernen. Bring Flug ja nicht bei. Ja, will ich auch nicht. Ich bring's Wildings bei. Wildlord, Alter. Man wird eigentlich zu Wildlord. Level 40, 40 auch, ne? Oder so. Soll ich Whirlpool rausnehmen? Soll ich Whirlpool rausnehmen und Aquaknarre lassen? Aquawelle meine ich. Aquawelle raus oder Whirlpool raus? Was hast du denn noch für Attacken im Moveset? Erholung und Zertrümmerer. Die würde ich gerne behalten. Zertrümmerer kannst du auch nicht weggeben. Ja, aber Erholung will ich behalten. Ja, dann entscheide ich. Whirlpool ist halt auch eine VM, die wir später kriegen werden. Dann Whirlpool weg. Oder? Ja, ich mag Aquawelle raus, weil Whirlpool kann ich noch andersweitig einsetzen. Deswegen kannst du auch außerhalb von Kämpfen einsetzen, wenn wir soweit sind. Ja. Surfer lernt. Gehen wir dann jetzt zur. Warte, habe ich am Moritas jetzt Surfer beigebracht? Ja, habe ich. Ich gehe nochmal. Warte, muss ich heilen? 7 KP und. Ja, doch, ich gehe kurz heilen. Finn und Rose ein bisschen angeschlagen, aber nicht. Ich fahre dann schon mal wieder zurück zur 6. Stadt und gehe in den Leuchtturm, ne? Yep. Aber warte, bevor du reingehst und irgendwie ja, klar. Holz. Ich weiß aber, dass im Leuchtturm halt wir storybasiert weiter müssen und dann hinten zur Kumo Farm wieder müssen. Okay. Oh je. Ich habe alle Trainer wieder geskippt, die beiden. Hm. Ich stehe vorm Leuchtturm schon mal in zwei jetzt. Warte nochmal kurz. Ich will aber wissen, was diese Häuser hier sind. Ich gehe jetzt mal erstmal in die Häuser hier hinten. Ja, dann guck dich ein bisschen um. Weil ich weiß, dass ich hier irgendwie Sticker rausgekriegt habe für die Pokémon. Ah, Moin. Wir brauchen einen Stickerkoffer. Wo kriegt man den her? Haben wir den nicht bekommen von Dings? Das war kein Stickerkoffer. Modekoffer. Also. Moin, Ibi. Wo kriegt man den Stickerkoffer her? Das will ich wissen. Ich will den Sticker. Haben wir ich habe leider kein Krabi und ich will auch kein Volteball. Was? Was laberst du? Ich habe den Trainer gehabt, der wird mir einen Volteball für einen Krabi andrehen. Hast du nicht einen Krabi? Mhm. Ist da Krabs? Oder? Das ist Krebskopf. Ach, Krebskopf war das. Ich finde Krebskopf sowieso cooler. Okay, ich bin wieder da. Wo ist der Leuchtturm? Runter zum Pokeshop. Bin beim Pokeshop rechts. Rechts hoch, dann. Rechts hoch. Ich gehe rein, du kriegst eh den ersten Encounter, wenn hier einer ist. Ja. Also, Leuchtturm. Aber der Fahrstuhl, wir dürfen den Fahrstuhl gar nicht verwenden. Warum dürfen wir nicht? Weil die Tür oben versperrt ist. Sind das Trainer hier? Das erste Etage nicht, aber die anderen Etagen. Ich sag dir, wenn du jetzt den Fahrstuhl genommen hast. Auf jeden Fall, wenn du ganz oben bist, gibt's ein Item. Da kriegst du ein Para. Kann man hier schon ein Pokémon kriegen? Ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich weiß. Ich bin jetzt ein Trainer, scheiße. Ja, aber ich meine, in der ersten Etage kannst du schon eins kriegen. Ich bin jetzt im ersten Kampf gegen den Mann mit dem Koffer. Und dem Hut. Ach, dieser Anwalt. Vostelka. Aber das war Gestein oder nur Käfer? Ich glaube, Gesteinkäfer. Dann. Nahm ich den Koffer, alles fit? Kann ich da mit Batman drin bleiben? Gestein ist das Problem. Wegen Flug, ja, dann gehe ich rüber auf Max. Kamaub, ja, dann hast du Feuerboden. Aber hat eh nur eins. Ja, deswegen versuche ich mit dem Spukball-Impfen zu killen, weil Spukball ist in der Gen ist recht eine recht starke Attacke gewesen. 80 Angriffsdings. Ja, Kamaub, One-Hit-KO. So, Vostelka One-Hit, nicht One-Hit-KO, sondern Two-Hit-KO. Er will meine Nummer haben. Wieder die alten Säcke. Mhm, die sich an uns mit der Jere ranmachen, Hilfe. WTF! Was? Hä? Hä? Dings ist tot. Walmlord. Walmer. Wie? Irgendwas mit Energiekick oder sowas. Er hat 1 KP davor gehabt. WTF. Ja, heißt jetzt wohl Boyelin. Warte, mit wem war er gebunden? Zera. Jetzt Nidoking rein. Nidoking und Stolos. Oder Boyelin und Dings. Alter, wie?
Wie ist das passiert mit den Energie? Das hat doch sowieso auch nicht so viel abgezogen. WTF? Energiefokus oder Energiekick? Ich weiß es nicht. Irgendwas, was sich auflädt. Aber das hat sowieso noch nie so viel Schaden auf Waldings gemacht. Und zwar, glaube ich, auch kein... Ah, WTF? Top-Genesung setzt sein. Ich bin mit Quapsel draußen. Ich gehe meinen Zera schon mal in die Box schmeißen. Fuck. Ja, dann müssen wir gucken, was wir als nächstes reintun. Ja, dann... würde ich sagen, wenn du da fertig bist, beenden wir die Folge und trainieren auf die beiden neuen. Käferbiss. Okay, hatten. WTF, Junge, mein Liebling. Dein Tank. Ja, Level 22 besiegt Level 28, 29er. WTF. Kampf ist bis. Digga, der gibt 4400 Pokédollar, geil. Aber nicht so geil, dass wir ein Pokémon verloren haben. Okay, ist das erste Pokémon, was jetzt durch mich draufgegangen ist, ja. Ja, und dann auch noch mein absoluter Main aus dem Team. Also, so, Mutter also, ruft wieder an. Ja. Ja, klar, also ich sag mal so, das, was da mit der Folge der Pokémon Soul Link. Schaut doch bei Jordan vorbei, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hauen Sie rein und ciao. Ja, ciao jetzt.